Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Ja, die Änderungen haben jetzt eher so viel gebracht wie, sagen wir mal, gar nichts. Aber, okay. Wir gehen aber mal weiter. Ah, da war wieder der böse Groll. Ja. Ich hatte doch hier irgendwie trinken. Du nimmst einen erfrischenden Schluck. Du nimmst einen erfrischenden Schluck Wasser. Wow, was war das denn? Habt ihr das gehört? Wie? Ich will immer noch was trinken. Oh, das ist ja schlimm. Wie sind denn meine Bedürfnisse gerade? Du hast 65%. Ja, dann muss ich hier wohl eine Menge trinken, wa? Trinken. Trinken. Nochmal trinken. Und nochmal trinken. Ah, okay, das sind ja immer so. Mit der Hand dann. So, willst du auch noch was? Nee? Ja, okay, dann nicht. Dann gehen wir mal weiter. Aha! Ich habe Licht gesehen. Aber nicht so viel, wie ich dachte. Puh! Und diesmal will ich nicht, dass wir hier erfrieren. Wir haben wahrscheinlich jetzt schon wieder einen Status, dass uns kalt ist. Nein, uns ist warm. Wir sind nur nass. Gut zu wissen. Willst du nicht einen Mantel nehmen? Nein, ich will keinen Mantel mitnehmen. Ah, hier ist der Wolf. Boah, manchmal sind die Geräusche von den Blitzen hier, oder eher gesagt vom Donner hier, wirklich echt geil. Fast wie in echt, ey. So, Moment mal. Ich muss mal kurz nochmal was nachprüfen hier. Na, egal. Gut, wenn wir kurz vorm Erfrieren stehen, dann machen wir uns einfach mal ein Feuer und setzen uns dran. Dann können wir auch nicht erfrieren. Dann ist uns zwar immer noch kalt, aber wir können nicht mal erfrieren. So. Ah. Was ist jetzt? Ach so, okay. Ich dachte schon. Also. Okay. Es fängt leicht an zu schneien und es wird mehr und mehr und. Verdammt. Ich speichere schon mal ab. Diesmal ist er mit. Sehr schön. Siehst du sie? Feindal, siehst du sie? Ich nicht. Sie sind irgendwie weg. Wir schleichen uns mal näher ran. Ich höre Stimmen. Schnell in den Busch. Ich sehe sie nicht. Sind sie vielleicht? Ich weiß es nicht. Lass uns mal in ihr Turm gehen und dort erstmal uns wärmen. Ist das aber ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlauf. God damn it! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ausgesucht. Ja! Wow. Da fliegen ja die. Was? Noch mehr Rüstung als unsere jetzigen? Auch nicht schlecht. Oh, ja, die brauchen wir. Braun auf jeden Fall. Und ein Stahlpfeil. Achtung! Dort ist ein Bogenschütze. Los, los, was? Weiter! Ich wollte schon sagen. Was? Du! Ah! Ja! Wie dumm von euch, gegen mich zu.
Rein da. Bist du da hinten? Ja. Gut. Das haben wir auch schon mal überlebt. Wir nehmen einfach mal diesen Helm. Helm. Nehmen wir jetzt einfach mal. Gold. Nehmen wir auch. 25 Rüstung. Anscheinend kein, nicht schlechter, aber auch nicht besser. Aber der Jagdbogen, den hatten wir ja nicht mehr. Ah, ziehen wir uns die mal an. So, für Bressers. Komm weg. Ah! Der stärkert sogar die Gesundheit. Wie geil ist das denn? Wir haben sofort was Tolles gefunden. So, Stahlrüstung, die er uns gegeben hat für was auch immer. Hm, ist das wirklich so? Ja, 25. Dann nehmen wir lieber die. Die passt nämlich zu uns. Jetzt sieht unsere Ausrüstung dementsprechend so aus. Ja. Sehr schön. Okay, ich weiß nicht, ob hier noch jemand ist. Aber wir gucken lieber mal nach. Ach, falsche Waffe. Ich pack die mal. Jagdbogen. Und der kommt weg. Und den packen wir auch erstmal in Favoritenliste. Jagdbogen auf 1, Nordachse auf 2. Okay. Feindal, sei vorsichtig, falls hier noch jemand ist. Aber ich glaube, das war's. Ja. Nur noch eine Kiste hier. Boah, was sollen wir damit? Eine schwere Rüstung. Und wir finden jetzt schon fast 100 Gold in Kisten. Das müsst ihr euch mal überlegen. Grüner Apfel. Sollte mal einen Mod geben, der diese Bierfässer auch nutzen lassen kann, tun wird. Eisen. You are very cold. Hm. Wir haben jetzt aber beschissenerweise... Oh nein, 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 nein. Wir müssen uns irgendwo aufwärmen. Ich mach mal jetzt ein Camping-Kit. Hm. Wir haben eh schon spät nachts. So kann man so oder so erfrieren. Warum ist denn Priya Camping-Kit da? Ah ja. Ein Setup Camp erstmal. Gut. Bettrolle. Ah, da ist er. Hey. Mann. Will ich nehmen? Nein, nicht dich. Upsala. Verdammt. Egal. Was braucht ihr? Geh mal weg da. Hier hin. Ich gebe euch Deckung. Nein, nein, nicht. Ihr, ach. Bin immer noch da. You know. You are important. Genau. Das heißt, damit setzen wir ihn auf unsterblich. Das kann uns nicht mehr verrecken. Ja, so. Jetzt ist es schön warm. Mein Gott. You begin to warm up. Sehr schön. Noch etwas nach unten setzen. Nach unten. Nein, slower. Lower. Ah, noch ein bisschen. So. Jetzt brennt wir zum Glück das ganze Holz nicht mehr an. Und Zelt. Das gerade total ausrastet. Das brauchen wir gar nicht, das Zelt. Deshalb packen wir das hier einfach mal hier in der Ecke hin. Und da sagen wir nochmal Reposition. Machen wir hier hin. Das kommt weg. Ja, es ist zwar nicht gerade gemütlich, neben Leichen zu schlafen, aber uns bleibt nichts anderes übrig, nicht wahr, Feinde? So ist das nun mal im Abenteuerleben. Oh, und jetzt relaxen wir ein bisschen. Damit wir uns erstmal aufwärmen. Ah, ja, so schön. Ja, wir fühlen uns schon wärmer, das ist doch gut. Ah, schön ist das. Ah, sowas sollte man auch immer schön bei sich haben bei so einer Kälte. Die Wand ist aber ganz schön blutbefleckt, doch. Und der Typ da hinten, der besteht auch fast nur noch aus einer Blutlache. Apropos, vielleicht sollte man mal Blutlachen hinzufügen, die kommen, wenn die gestorben sind.
Das wäre doch mal cool. Ne? Ja, stimmst mir doch zu. Das ist noch mal ein cooles Foto. Wenn man ein Foto daraus machen will. Wusstet ihr, dass man mit Shift F12 den EMB ausschaltet, dann seht ihr, dass Skyrim total standardmäßig läuft. So sieht Skyrim standardmäßig aus. Und mit EMB, so. Das ist doch mal ein richtiger Unterschied, oder nicht? Ich finde das so viel schöner. Shift F12. Aber das geht nicht mit jedem EMB. Das muss er eingebaut haben. Und der hat es. Ich werde übrigens, glaube ich, jetzt in jedem Video meine Modliste runterpacken. Und wir haben, ich sehe gerade, wir haben einen Pfeil in uns stecken. Wayne. Dein Magen knurrt. Es ist Zeit, etwas zu essen. Okay. Komm, dann essen wir mal was. Ach, erstmal hier. Essen, 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 essen. Was haben wir denn hier? Brot, auf jeden Fall. Essen wir zwei Brote. Das wird auf jeden Fall reichen, denke ich mal. Schön warmes Feuer. Ja, genau, du isst auch mal was. Die sehen auch leicht wie ein Gorilla aus, aber nur leicht. Nicht stark. Übrigens, ich habe mir gedacht, dass dieses Tattoo aus Blut besteht, weil das ist ja ein Jäger und der hat dann einfach so zack, einmal rüber. So, das Blut, so. So. Ich finde das eklig, mit Leichen zu schlafen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber irgendwie lässt er sich auch nicht wegbewegen. Der auch nicht. Warum seid ihr so schwer, hä? Ich nehme nicht mal meinen Kopf. Will auch nicht. Verdammt. Ja, dann bleibt er halt so. Ist halt so. Können wir nicht ändern. Ich guck mal, ob draußen jemand ist. Sieht nicht danach aus. Wir sind, glaube ich, hier sicher. Okay. Wir haben jetzt inzwischen... Oh ja, ich sehe schon. Wenn er die Fackel anmacht, dann ist es wirklich spät. Machen wir mal schnell speichern und sagen schlafen. Achso. Sagen wir mal lauer. Genau. Confirm Possession. Und Nacht. 12 Stunden Schlaf ist ein bisschen viel. Sagen wir mal 9 Stunden. Oder 10 Stunden. Normal reicht ja 8 Stunden Schlaf für einen Menschen, aber wir nehmen jetzt mal 10 Stunden. Dann ist immer noch, glaube ich, spät abends. Nein, also nicht abends, aber es ist immer noch dunkel, glaube ich. Okay, es geht. So, und jetzt das Praktische an dem ganzen Zeug hier. Jetzt passt mal auf. Jetzt klicke ich hier drauf und sag, Pack up Camp. Zack, alles weg und wir haben es in unserem Inventar. Und wahrscheinlich haben wir jetzt auch wieder Hunger. Wir gucken mal, Bedürfnisse sagen, Schlaf 0%, Durst haben wir auch nicht. Wir haben ein bisschen Hunger, also gönnen wir uns wieder was. Sagen wir einen Apfel. Das wird erstmal, obwohl... Okay, wir gönnen uns noch ein Bier. Bier morgen früh ist doch immer fein. Lass es dir schmecken. Immerhin haben wir doch morgens. Das ist das Frühstück. Mein Gott. Apropos, ich habe auch Durst. Aber das kann warten. Jetzt gehen wir mal weiter. Speichern wieder erstmal ab. Ich habe da unten Erz gefunden. Genau, da wollte ich erst noch hin. Aber ich merke gerade, wir haben gar keine Spitzhacke. Von daher nutze ich das auch nicht. Mist. Egal. Ach, das sind nur Ziegen, ich dachte schon. Ein Lämmchen. Ziegen und ein Lamm. Rotstürz Hügelgrab. Hier sind wir richtig. Okay, Feinde. Sei vorsichtig, ich habe gehört, hier sollen Banditen sein. Siehst du schon was? Ich nicht, ich kann in dem Schneesturm kaum was erkennen. Da! Nein. Er jagt die. Hat wohl ja Hunger. Ja, ich hab nicht getroffen! Da ist ja noch einer. Sie jagen in Rudeln. Dass die mich nicht sehen! Puh! Was, hä? Wollt ihr kämpfen?
Ja, dann kommt doch. Ah, so muss man das halten. Ich habe das noch nicht so ganz raus mit dem Bogenschießen. Das ist das, ich glaube, zweite Mal oder erste Mal jetzt, dass ich mit dem Bogen schieße. Okay, der erste ist down. Ihr seht schon, nicht immer entsteht so eine Killcam, aber das ist normal. Wow! War das ein Pfeil, der an uns vorbeiflog? Wir sind wieder versteckt. Vielleicht sollten wir das mal nutzen. Auf F5 drücken für einen Schnellspeichern. Die jagen immer noch die... Wir haben den gut ausgeschaltet, ich muss schon sagen. Wo haben wir ihn denn getroffen? Im Kopf? Fuhrarmor haben wir ja schon. Jagdbogen, der noch besser ist als unser. Okay, nehmen wir doch gerne. Und ein Stahlbaum. Ist die Leiche sofort verschwunden? Ihr! Yeah. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Au. Genau, gebt lieber auf. Ich hab euch in den Kopf geschossen. Boah, Feinder, nicht so. Ei, du bist aber ganz schnell wieder drauf. Ihr! Na, ey, scheiße, da hoch zu. Ihr könnt mich nicht raus. Versucht, au. You are dead! Klar. Aber warum ist die Leiche gerade so schnell verschwunden? Verschwindet diese Leiche etwa auch so schnell? Ich kann mir vorstellen, warum. Ich muss, glaube ich, da... Okay. Ja, ich glaube, ich weiß warum. Wir sehen uns dann gleich nochmal...